Maike Lehnhardt wollte sich nach 13 Ehejahren scheiden lassen. Ihr Mann Jens hat sie nicht nur mit anderen Frauen betrogen, sondern auch finanziell hintergangen. Doch die Hiobsbotschaft, dass der Werkstattbesitzer sterbenskrank ist, hat die Eltern zweier Kinder wieder zusammengebracht. Der 42-jährige Kfz-Meister scheint ein ganz neuer Mensch zu sein. Zoe, Tim! Hallo, mein Schatz. Hi. Na? Hallo, wo sind denn die zwei? Die sind mit deiner Cousine ins Kino. Die sind ins Kino? Ja, ich hab die da hingeschickt. Komm, ich muss dir was zeigen. Sind die Kinder jetzt besägt? Mhm. Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Für uns beide. Hier. Für uns? Ich wollte mich nur noch mal bei dir entschuldigen, weil ich dich letztens überfallen habe. Ach Gott, Jens. Hey. Danke. Ich möchte, dass wir immer zusammenbleiben. Hm? Du bist das Wichtigste für mich. Hm? Du bist mir da auch wichtig, Jens. Ich liebe dich total. Ich glaube, du könntest mich sogar retten. Hm? Ich dich? Ja. Du bist der absolute Wahnsinn. Ich liebe dich total. Ach. Lass uns einfach nochmal einen Neustart machen, okay? Ach. Bitte. Ja. Bitte, 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 bitte. Ich liebe dich. Jens, pass auf, denn. Alles ist okay. Oh. Wo ist. Ach. Rosen. Ja. Wo ist denn mein alter Jens? Am nächsten Tag möchte Maike ihren kranken Mann in seiner Werkstatt überraschen. Sie ist so glücklich darüber, ihren alten Jens wieder zu haben, dass sie alle Warnungen ihres Anwaltes in den Wind schlägt. Jens hat unterdessen schon alle Papiere vorbereitet. Scheinbar will er, dass seine Frau und die Kinder abgesichert sind, wenn er stirbt. Ach, hallo. Du, pass auf, das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ja, ich rufe dich später zurück. Okay, gut. Sorry. Na, mein Mäuschen? Nein, alles ist okay. Was das hast ist du mir schön, denn? Weil ich habe uns Mittagessen mitgebracht. Ich dachte, wir essen gemeinsam. Du bist so lieb zu mir. Ich gebe mir auch die größte Mühe. Ja, eigentlich können wir das auch jetzt sofort machen. Guck mal, ich habe da schon mal die Verträge schon mal besorgt, dass du dir mal... Verträge? Welche Verträge? Na hier, schau mal. Ich habe für die Lebensversicherung und für die Übernahme der Werkstatt habe ich schon mal hier... Jetzt schon, meinst du nicht? Das ist ein bisschen was arg früh. Das geht mir was Nein. schnell. Du, ich war heute Morgen beim Arzt gewesen und der meinte, dass alles ziemlich schnell geht gerade. Du warst heute Morgen beim Arzt? Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Heißt das, du gehst jetzt schon in die Schweiz? Jens, das will ich nicht wahrhaben, dass du jetzt schon weg musst. Ich weiß, das ist aber ganz, ganz wichtig, dass ich dorthin fahre. Das ist doch auch für uns beide gut. Hm? 6 Monate länger. Das ist sehr, sehr viel für mich. Ich muss mich da, ja, ich muss auch noch so viel mich hier um irgendwelche Sachen kümmern. Hm? Die Werkstatt ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich dir sowas hier besorgt, dass du das unterschreibst, bitte. Hm? Das ist ganz wichtig. Ja, aber ich habe da keine Ahnung darüber, wie man die führt. Nicht jetzt schon. Du, pass auf, ich werde mich um alles kümmern. Ich werde mir Gedanken machen um meinen neuen Meister, weil den brauchst du dafür. Darum werde ich mich kümmern, solange wie ich da bin. Kümmere ich mich auch um alles. Das Einzige, was du machen musst, du dich, ne? Ja, du musst nur unterschreiben, mehr nicht. Den Rest mache ich, Mäuschen. Ja, okay, wenn's. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm? Wenn es wirklich so wichtig ist für dich, dann. Komm, ist gut. Ich unterschreibe und sehe zu, dass du. Heute Abend werde ich dann auch was Schönes kochen für uns. Badewasser einlassen. Wo noch? Ach so, hier die Lebensversicherung. Für die 75.000. Der ist aber noch nichts ausgefüllt. Ja, das mache ich dann später. Das habe ich jetzt keine Wo Zeit für. Muss ich jetzt da unterschreiben? Moment, das war hier. Da, bitte. Mit Antragsteller. Ja, genau. Einfach nur unterschreiben. Hm? Mit ihrer Unterschrift hat mir Maike jetzt einen ganz großen Gefallen getan. Und eine Last genommen vor allen Dingen. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Und dieser Rechtsanwalt kann mir jetzt auch nicht mehr dazwischen grätschen. Es ist alles in trockenen Tüchern jetzt endlich. Ich bin dieses Grimmen im Bauch. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub. Das ist die
Wenig später ist Maike Lehnhardt mit ihrem Anwalt verabredet. Bernd Römer hat die Buchhaltung der Kfz-Werkstatt durchgesehen. Und der Jurist findet seine böse Vorahnung bestätigt. Er will seine Mandantin unbedingt davon abbringen, den Vertrag zu unterschreiben. Also ich habe die Bücher mal durchgearbeitet, jedenfalls den Teil, den ich hier habe. Und die sind absolut fehlerhaft. Die strotzen nur so von Fehlern. Und das sind keine Flüchtigkeitsfehler, das sind Fehler, die absichtlich gemacht worden sind. Also ihr Mann hat da ganz massiv mit den Bilanzen getrickst. Nein, nein, Herr Römer, da täuschen Sie sich. Das glaube ich jetzt nicht, weil das hätte Jens mir gesagt. Weil warum sollte er die Bilanzen fälschen? Weil ihr Mann mit 85.000 Euro überschuldet ist. Deshalb, die Werkstatt ist überschuldet. 85.000 Euro, wenn Sie die übernehmen würden, dann wäre das Ihr persönlicher Ruin. Oh Gott. Ja. Oh Gott, das... Tut mir ich habe aber den Vertrag schon unterschrieben. Was haben Sie? Moment, wir hatten doch gesagt, Sie warten, bis Sie irgendetwas unterschreiben. Warum setze ich mich hier hin und mache die ganze Arbeit? Was haben Sie denn unterschrieben? Ein Kaufvertrag oder was? Oder eine Schenkung oder was? Ich weiß es nicht. Das ging alles so schnell. Oh Gott, ich dumme Nuss. Ich bin da voll drauf reingefallen. Ich weiß es nicht. Ich kommen Sie mit. Und ich bin so doof und gebe ihm auch noch das Geld. Was denn für Geld? Ich habe unsere gemeinsame Lebensversicherung geliehen. In welcher Höhe? 75.000 Euro. Oh Gott. Also das tut weh. Das tut mir jetzt so weh, als wenn es mein eigenes Geld wäre. Oh Gott, Herr Römer, was machen wir denn jetzt? Jetzt nehmen wir uns Ihren Mann vor. Und zwar so schnell wie möglich. Und dann gucken wir weiter. Wenn wir wollen, dass er mit einem halbwegs blauen Auge aus dieser Geschichte rauskommt, dann müssen wir jetzt beweisen, dass er bei der ganzen Geschichte arglistig vorgegangen ist. Dass er sie von Anfang an täuschen wollte, was die Werkstattübernahme angeht und auch was die Auszahlung von den 75.000 Euro aus der Lebensversicherung angeht. Bernd Römer fährt sofort mit seiner Mandantin zum Haus der Lehnhardts. Der Rechtsanwalt befürchtet, dass sich Jens schnell absetzen will. Denn der angebliche Todeskandidat hat die lebensverlängernde OP in der Schweiz vermutlich nur vorgetäuscht. Offenbar ist Jens tatsächlich verschwunden. Ich bin so eine dumme Gans, dass ich schon wieder auf ihn reingefallen bin. Ja, reingefallen sind Sie auf den. Das ist leider richtig. Das ist leider richtig. Ich habe meine neue Liebe Thomas verloren. Ich habe jetzt einen Haufen Schulden noch dazu gewonnen. Hören Sie zu, wir müssen jetzt zusehen, dass wir Ihren Mann schnellstens finden. Das ist die einzige Chance, die wir haben, um den Vertrag anfechten zu können und auch die 75.000 Euro wieder aufzutreiben. Denn vielleicht hat er die ja noch. Was ist, wenn wir ihn nicht finden? Das warten wir jetzt erstmal ab. Also schlimmstenfalls sind die 75.000 Euro weg. Und schlimmstenfalls bleiben Sie auch noch auf den Schulden der Werkstatt sitzen und dann droht Ihnen die Privatinsolvenz. Oh, super. Und was heißt das für mich? Das hieße für Sie die nächsten Jahre Leben am Existenzminimum, denn alles, was da drüber liegt, müssten Sie an die Gläubiger abführen. Jetzt warten Sie erstmal ab. Also, wir müssen jetzt handeln. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und wir müssen schnell handeln, sonst ist Ihr Mann über alle Berge. Ich werde jetzt mal rauskriegen, welcher Arzt dieses Attest ausgestellt hat, das Ihr Mann vorgelegt hat im Prozess, und damit fing ja alles an. Dann melde ich mich bei Ihnen, okay? Ja, ich finde schon raus. Schaffen wir schon. Ich melde mich. Ich bin so froh, dass der Anwalt mir so zur Seite steht. Und ich hoffe, dass er den Jens noch rechtzeitig zur Strecke bringen kann. Oh Gott, wie mache ich den Kindern das nur begreifen? Klar, dass ihr Papa nicht mehr nach Hause kommt. Ich bin so dumm. Maike kann sich ihre Gutgläubigkeit nicht verzeihen. Die 37-jährige Apothekenhelferin hat zum ersten Mal im Leben panische Angst vor der Zukunft. Das Gehalt ihrer Halbtagsstelle würde hinten und vorne nicht reichen, um Jens Schulden zu begleichen. Und nun muss sie auch noch Tim und Zoe erklären, dass ihr Vater weg ist. Hey, da seid ihr zwei ja schon. Oh, hi Mama. Hi, hey. Mama. Was ist denn los? Du siehst so traurig aus. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt den Spaß so nehme, aber kommt mal bitte mit in die Küche. Ich muss dringend mit euch reden. Was ist denn, Mama? Setzt euch hin, ich habe euch warmen Kakao gemacht. Okay? Oh, lecker. Ah,
Der könnte noch heiß sein. Verbrenne ich nicht so. Schön warm. Oh Gott. Es geht um den Papa. Hey, was ist denn mit Papa? Papa geht es soweit gut, aber der Papa ist heute ausgezogen. Was? Ja, er hat seine Sachen gepackt und... Wir haben uns doch eigentlich so gut um ihn gekümmert. Ja, ich glaube auch nicht, dass das damit was zu tun hat, Tim, aber... Der Papa ist jetzt weg. Und warum? Ich weiß es nicht. Ich hab da keine Antwort drauf. Es tut mir leid. Kommt er jetzt gar nicht mehr zurück? Ich hab den Anschein, dass er jetzt erstmal nicht mehr kommt. Nein. Es tut mir leid. Ihr müsst aber wissen, das hat nichts mit euch zu tun. Hört ihr? Macht euch da bitte keine Vorwürfe. Hört ihr zwei? Ich find's voll gemein vom Papa, dass er einfach abhaut. Ich dachte, Mama und Papa kommen wieder zusammen, aber das passiert jetzt bestimmt nie wieder. Bernd Römer hat das Attest beschafft, das Jens im Scheidungsprozess vorgelegt hat. Darauf stehen Name und Adresse des Arztes. Gleich am nächsten Tag suchen der Rechtsanwalt und Maike Lehnhardt die Praxis von Dr. Gericke auf. Der Anwalt muss Jens vorsätzlichen Betrug nachweisen, damit er seine Mandantin aus der Schuldenfalle befreien kann. Die Arztpraxis ist dicht, schon seit 2 Monaten. Ich hab hier nur das Schild abgehangen. Mach ich ja auch nicht zum Spaß. Das ist ja ein Ding. So was hatte ich ja fast schon befürchtet. Seit 2 Monaten. Ja, was jetzt? Naja, bei Ihnen vorschlagen, muss ich mal einen anderen Arzt. Also, Sie sind ja witzig. Entschuldigung, warum hat denn der Dr. Gericke hier seine Praxis verlassen? Ist er umgezogen? Kein Plan. Ich hab hier nur den Auftrag, das Schild abzuhängen und neues aufzuhängen. Gut. Und wo ist er jetzt hin, der Dr. Gericke? Ja, das weiß ich doch nicht. Ach, kommen Sie, Sie wissen doch was. Sie müssen doch wissen, wo der alte Mieter ist, oder nicht? Ich soll hier nur das Schild ab und anhängen. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Das habe ich jetzt verstanden. Passen Sie auf, ich versuche dieser jungen Frau zu helfen. Es geht um einen Betrugsfall und ich bin der Anwalt von ihr. Und deshalb müssten wir den Herrn Dr. Gericke ganz dringend sprechen. Ach so, na gut, dann sage ich mal, was ich weiß. Also, der Arzt ist jetzt da um eine Ecke da in der Eisdiele und verkauft Eis. Der arme Kerl muss ja irgendwie sein Leben so dalt bestreiten. Mehr weiß ich wirklich nie. Verkauft Eis. Ja, und jetzt muss ich mal wieder ranklotzen, sonst werde ich mit den Schildchen hier nie fertig. Ja, da müssen Sie mit ranklotzen, sonst ist der Tag schnell um. Ja. Aber vielen Dank für die Info. Ja, gerne. Kommen Sie, das sehen wir uns an. Feeling my way through the darkness. Sein Instinkt hat Bernd Römer von Anfang an nicht getäuscht. Jens ist keineswegs todkrank, sondern hat das ärztliche Attest offenbar fälschen lassen. Jetzt hofft der Anwalt, den Pleitedoktor tatsächlich in der Eisdiele anzutreffen und ihn zum Reden zu bringen. Guten Tag. Guten Tag. Was darf sein? Och, ich glaube, ich hätte gerne hier so eine Mozartkugel im Hörnchen. Im Hörnchen. Gerne. Für die Dame auch was? Gut. 90 Cent, bitte. Ja, so, und dann hätte ich vielleicht noch ganz gerne eine Erklärung von Ihnen hierzu, Herr Dr. Gericke. Tut mir leid, Sie sehen ja, dass ich nicht als Arzt arbeite. Das habe ich mir gedacht, aber dieses Attest ist ja ausgestellt worden für einen Jens Lehnhardt mit der Diagnose inoperable Herzinsuffizienz, dilatative Kardiomyopathie. Und das kann zu diesem Patienten überhaupt nicht gepasst haben. Und das stammt doch von Ihnen, ist auch von Ihnen unterschrieben. Nein, tut mir leid, ich kenne dieses Attest nicht und unterschrieben habe ich es auch nicht. Entschuldigung, das ist jetzt keine Märchenstunde. Jens Lehnhardt hat mit Hilfe dieses Attestes, das Sie ausgestellt haben, versucht, seine Frau über den Tisch zu ziehen und hat es auch geschafft. Und ich bin Ihr Anwalt, das ist Frau Lehnhardt. Und darüber sollten wir jetzt reden. Sie müssen bedenken, da ich meinem Mann geglaubt habe, dass er bald stirbt, habe ich mich deswegen hoch verschuldet. Tut mir leid, jeder muss sein Päckchen tragen, aber ich muss jetzt arbeiten. Bitte, was darf es für Sie sein? Entschuldigung. Pardon, aber so schnell kommen Sie nicht davon. Dann werden wir wohl eine Strafanzeige stellen müssen, Herr Dr. Gericke. Denn das geht so natürlich nicht. Ja, das ist vielleicht mal eine Maßnahme. Also, ja? Sie hören jetzt mal zu. Dieses Attest, das ist von Ihnen vor 4 Wochen ausgestellt worden. Wir haben jetzt den Beweis dafür, dass Jens Lehmann ein Lügner ist, dass er ein Simulant ist. Er hat vor Gericht gelogen. Ich werde gegen ihn Strafanzeige erstellen. Und danach werde ich mit meiner Mandantin mich mal auf den Weg zur Kfz-Werkstatt machen. Vielleicht finden wir dann Hinweis auf seinen Verbleib. Nachdem sie bei der Polizei Strafanzeige erstattet haben, fahren Bernd Römer und seine Mandantin zur Werkstatt.
Der ehemalige Inhaber Jens Lehnhardt ist vermutlich schon über alle Berge. Doch der flüchtige Betrüger hat eventuell eine verräterische Spur hinterlassen. Kennen Sie diese Nummer? Sehen Sie mal, die Nummer hat Ihr Mann ständig angerufen von hier aus. Hier, hier, darf ich mal hier, sehen? Jeden Tag praktisch. Nee, die Nummer sagt mir nichts. Die sagt mir gar nichts. Dann rufen wir da doch jetzt einfach mal an. Ich rufe da mal an, ich tue so, als wäre ich Ihr Mann. Moment, ich bin sehr gespannt, was passiert. Ach, die ist sogar noch in der Wahlwiederholung. Dann warten wir mal ab. Dann bin ich mal gespannt. Ja, wer ist da bitte? Ja, Jens Lehnhardt hier. Ich bin noch da. Ja, nein, noch nicht weg. Ah, jetzt verstehe ich Sie ganz schlecht. Die Verbindung ist so ganz, ganz schlecht auf einmal. Was war das denn jetzt? Kosmetiksalon? Ästhetiker? Das hat mir rein gar nichts. Und die Frau hat mich gefragt, ob ich denn noch da wäre. Wir müssen rauskriegen, wo dieser Kosmetiksalon ist und dann fahren wir dahin. Ja. Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Das im Internet vermerkte Kosmetikstudio Ästhetika befindet sich nur 20 Minuten entfernt. Noch ahnen Maike Lehnhardt und Bernd Römer nicht, was Jens mit kosmetischen Behandlungen zu tun hat. Kennen Sie den Herrn Lehnhardt? Also, meine Arbeitskollegin hat von ihm erzählt, irgendwie, ich glaube, sie hatten eine Affäre oder irgendwas Liebesmäßiges am Laufen. Ihre Kollegin, sind Sie? Ja. Hat eine Affäre mit meinem Mann, das hat sie Ihnen gesagt? Ja, die Stella, ja. Sie hat sowas erwähnt. Sie hat die ganze Zeit von ihm geschwärmt und es hat auch ziemlich viel erzählt, so Kleinigkeiten. Und was hat sie erzählt? Also, er hat doch, glaube ich, eine Kfz, ja, Kinderwerkstatt, der wollte es verkaufen. Verkaufen? Ja, um mit ihr zusammen ein neues Leben anzufangen auf den Balearen. Irgend sowas. Oh, ja. Und wissen Sie zufällig, wo er jetzt ist und wo diese Stella jetzt ist? Soweit ich weiß, hat sie 15 Uhr einen Termin, wollte sie zum Bus, zum Busbahnhof. Deswegen musste ich ihr Termin übernehmen. Das heißt, die haut die jetzt ab. Die wollen zum Flughafen. Soweit ich weiß schon. Also davon hat sie die ganze Zeit erzählt, dass sie Deutsch sprechen will. 15 Uhr? Ja. Heute? Ja. Dann ganz herzlichen Dank für die Auskunft. Kein Problem, ich helfe gerne. Okay. Danke. Schönen Termin noch, ne? Tschüss. Ja. Das sind aber mal Neuigkeiten. Auf geht's. I'm friends with the monster. Maike Lehnhardt ist von ihrem Ehemann Jens nach Strich und Faden betrogen worden. Die 37-jährige Mutter bleibt auf einem riesigen Schuldenberg sitzen, wenn sie Jens nicht an der Flucht ins Ausland hindern kann. Maikes Anwalt Bernd Römer hat die Polizei verständigt. In letzter Minute hoffen sie, Jens und seine Geliebte am Busbahnhof zu stellen. Halt, 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 halt. Hier geblieben. Sie bleiben hier. Du Schwein! Hey, was ist denn hier los? Herr Lehnhardt, hören Sie mal zu. Bleiben Sie hier, machen Sie nicht alles noch schlimmer, steigen Sie nicht in den Bus ein. Die Polizei ist verständigt und die Polizei ist auf dem Weg. Also Bullen, bleiben Sie hier. Ist mir scheißegal, die Bullen. Polizei, warum Polizei? Ach, lass Sie nicht einreden. Komm, wir müssen gehen. Nee, der Bus ist der Bus. Was ist hier Herr Lehnhardt, Sie wissen ganz genau, warum die Polizei kommt, oder nicht? Sie haben Ihre Ehefrau betrogen, Sie haben die abgezockt, Sie haben sich das Geld aus der Lebensversicherung auszahlen lassen. Du bist verheiratet? Ja, das kann doch nicht so ernst sein. Komm, ja, Schatz, und? Wir müssen gehen. Nein, ich gehe nirgendwo hin. Hat er Ihnen das nicht gesagt? Seit 13 Jahren ist er verheiratet. Das schaffen nicht mehr viele. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Kinder hat er. Du hast zwei Kinder? Du wolltest mit mir auf eine Insel fliegen. Du hast mir verschwiegen, dass du eine Frau hast, dass du Kinder hast und dass sie sich wegen dir sogar verschuldet hat. Da willst du mit mir auf eine Insel fliegen? Du bist das Allerletzte. Ich hab dich geliebt. Ich hab dich wirklich geliebt. Stella, nee. Bleib doch bitte hier. Ich liebe alles dich. Gut, ja. Tja, dumm gelaufen, was? Bleiben Sie mal hier, Herr Lehnhardt. Es macht doch jetzt keinen Sinn mehr, oder? Sie haben Ihre Ehefrau betrogen. Sie haben Ihre Ehefrau abgezockt. Das ist ein Betrug und nicht nur das. Da kommt noch einiges dazu. Also eine Geldstrafe. Da können Sie sich, das können Sie sich aus dem Kopf schlagen. Bei Ihnen wird es auf eine Freiheitsstrafe hinauslaufen. Und mein Ehemann. Warst du auch die längste Zeit? Der Herr Lehnhardt hat hier einen Betrug zulasten seiner Ehefrau begangen. Der war massiv. Da wird auch noch das eine oder andere Delikt hinzukommen. Den Vertrag werden wir anfechten wegen arglistiger Täuschung. Das Geld holen wir uns zurück, wenn es denn noch da ist. Und ich denke, die Scheidung, die wird seine Ehefrau jetzt auf jeden Fall durchziehen. Und ich gehe davon aus, das ist ein Härtefall. Das heißt, die 2 Jahre Wartezeit, die müssen wir nicht mehr einhalten. Glücklich geschieden feiert Maike Lehnhardt 3 Monate später den Geburtstag ihrer Tochter. Aber Zoe lässt sich nicht nur beschenken. Sie und ihr Bruder Tim haben auch ein ganz besonderes Präsent für ihre Mutter. Die Kinder haben Maikes Ex-Freund Thomas angerufen.
Überraschung. Oh Gott, Thomas. Hallo. Ach. Na? Oh, mit dir hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Darf ich dich... Geil, hat geklappt. Moment, jetzt fange ich jetzt Schlucken an. Was hat geklappt? Also, naja, du warst so traurig in letzter Zeit und du hast gesagt, dass du Thomas vermisst. Ach, ihr seid süß. Maikes Ex-Mann Jens hat weiterhin Kontakt zu seinen Kindern. Denn der Betrüger muss nicht ins Gefängnis, wenn er sich an die Auflagen hält. Er ist zu einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren verurteilt worden und ist damit vorbestraft.